Hallihallo, hier ist der Thomas vom Kanal der Elektrotechniker. Ich befinde mich heute hoch oben im Norden in Mecklenburg-Vorpommern in einer Kiesgrube auf einer PV-Anlage. Das ist unsere eigene PV-Anlage, wie gewohnt. Diese Anlage habe ich euch noch nie gezeigt. Das ist also heute hier quasi das erste Mal, dass ihr Bilder von dieser Anlage seht. Ganz besonders interessant wird in dieser Videoserie werden die Thematik SMA, Zentralwechselrichter. Ja, also richtig gehört, wir haben hier nicht Schneider Wechselrichter diesmal, sondern SMA Zentralwechselrichter. Das sind ganz, ganz feine Teile. Das gucken wir uns mal an. Ihr seht auch schon den Mittelspannungsteil. Das ist alles hier auch ein bisschen anders aufgebaut. Die Anlage hier befindet sich in einer Kiesgrube. Die ist noch intakt und man sieht auch schon hier die Installation der Module. Ist halt hier, sieht ein bisschen anders aus als sonst, weil bisher haben wir ja immer die Videos auf Anlagen gemacht, wo das im Prinzip relativ ebenes Gelände war. Und hier ist es jetzt halt, also man erkennt es glaube ich, zum Osten hingehend sehr abfallend. Also ich halte die Kamera jetzt tatsächlich gerade und wir sehen, die Module sind also zum Osten hin abfallend. Na, das sieht ein bisschen verrückt aus. Ich werde noch mal sehen, dass ich von da hinten auch noch mal eine Perspektive dann kriege, dass ich quasi mal von Süden Richtung Norden zeige und dann sehen wir das Ganze noch mal besser. Ist eine ca. 10 Megawatt Peak-Anlage, also so bekanntes Kaliber. Ich würde sagen, wir machen jetzt eine Videoserie hier mal draus und wir gucken uns mal alles angefangen von den Modulen über die Gestelle, über die GRKs, über die SMA-Zentralwechselrichter, über die Mittelspannungsinstallation, über die Übergabestation, beziehungsweise nicht Übergabe, sorry, sondern Schwerpunktstation. Das ist sieht man das? Ja, genau, das ist dieses Gebäude da. Da fahren wir auch noch mal hin, dann gucken wir uns das mal an. Und zu guter Letzt fahren wir dann auch noch mal in die Einspeiseübergabestation. Die ist hier also in der Stadt und da fahre ich auch noch mal hin und da gibt es auch noch mal ganz, ganz coole Einblicke. Also in dieser Videoserie mal wirklich noch mal PV-Anlage, also PV-Großanlage vom Modul angefangen, gezeigt bis hin zur Übergabe mit ganz vielen Informationen, Einblicken und ganz besonders interessant wird, wie gesagt, noch mal hier die Thematik SMA Zentralwechselrichter werden. Ich freue mich auf diese Videoserie hier noch vor Weihnachten. Ich habe auf der Anlage noch zwei, drei Sachen zu tun. Habe auch noch mal eine routinemäßige Kontrolle. Das mache ich also immer einmal im Jahr, dass jede Anlage im Prinzip kontrolliert wird. Da habe ich so mein spezielles Verfahren, wie ich das mache. Kann ich euch auch noch mal ein bisschen was zeigen und erklären dazu. Und ich würde sagen, wir fangen ganz einfach mal an. Los geht's! So, fangen wir mal mit den Solarmodulen an. Es sind hier installiert auf dieser Anlage circa 40.000 Stück Solarmodule vom Hersteller Canadian Solar. Es sind polykristalline Module, überwiegend in der Wattklasse 240 Watt. Die genaue Bezeichnung der Module lautet CS6P-240P, also polykristallin, 240 Watt, Typ CS6P, ist ein 60-Zellen-Modul. Diese Module haben wir auf anderen Anlagen auch eingebaut. Es ist ein klassisches Glasfolienmodul. Und ist so ein klassischer Vertreter seiner Art auf Großanlagen. Ist ein relativ, in Anführungsstrichen, günstiges Modul. Und da gibt es keinen Schnickschnack dran. Also ganz normal Aluminium ringsrum. Also nichts mit Schwarz und so weiter. Also das gibt es ja auf Großanlagen generell nicht. Das ist alles Geld, das kostet. Und das gibt es hier einfach nicht. Das muss auch nicht sein. Ja, 10 Jahre ungefähr sind die Module jetzt in Betrieb. Ja, noch nicht ganz. Bisher ohne Probleme. Also wir haben jetzt hier noch keine systematischen Fehler
erkannt, die nennenswert wären. Was wir hier gefunden haben, sind also so zufällige Fehler wie immer wieder mal irgendwann mal ein Glasbruch, zum Beispiel bedingt durch Maat und so weiter. Das, was wir auf allen anderen Anlagen also auch haben, aber wie gesagt, keine systematischen Fehler, die sich jetzt durchgezogen haben. Auf anderen Anlagen haben wir also auch mit diesem Hersteller Module, aber auch andere Hersteller. Und da gibt es jetzt bereits auch die ersten Ergebnisse oder die ersten, in Anführungsstrichen, Problemchen zum Thema systematische Fehler. Dazu kommen aber noch mal ein paar andere Videos. Hier ist jetzt erstmal soweit auf der Anlage alles schick. Und ich wollte ja euch mal über die Anlage führen. Das sind jetzt erstmal die Module. Mehr gibt es dazu jetzt, glaube ich, erstmal noch nicht zu sagen. Wie gesagt, eine ganz klassische Form, ein ganz klassischer Vertreter seiner Art auf diesen Großanlagen. Was immer noch bei den alten oder älteren Modulen ich gut finde, ist ganz einfach die Materialstärke. Wir haben hier also noch so, ich glaube, ich habe mal gemessen, 3 mm Wandstärke von diesen Aluminiumprofilen. Und das merkt man ganz einfach auch, wenn man so ein Modul einfach mal in der Hand hält. Das ist relativ stabil. Mittlerweile, wenn man so neue Module in die Hand nimmt, dann denkt man sich so, mein Gott, die kann ich ja so leicht verdrehen. Die haben also nicht mehr diese Materialstärke. Das merkt man also auch daran, dass die Module von den Abmaßen immer größer werden und das Gewicht auch immer kleiner wird. Haben wir hier noch in Richtung 20 Kilo. Für 1,65 Quadratmeter sind wir jetzt vielleicht bei 18 Kilo bei über 1,7 Quadratmeter. Also das ist jetzt, wie gesagt, geht alles in Richtung Materialsparen, wird immer dünner und so weiter. Ich bin Fan von diesen alten Modulen. Da hat man noch was in der Hand, das ist stabil, das funktioniert. Das ist so meine persönliche Meinung. Ja, ansonsten an den Modulen ganz normal eine Anschlussdose drin mit drei Dioden. Dazu habe ich auch schon mal noch ein kleines Video vorbereitet. Das kommt irgendwann jetzt nächstes Jahr nochmal mit diesen Freilaufdioden bzw. Bypassdioden, wie das so funktioniert. Die hat man ja also hier so dazwischen geschaltet. Zwischen diesen Bahnen kommt, wie gesagt, nochmal ein Video dazu. Hier ist es auch wieder so, dass Canadian einen eigenen Steckertypen an den Anschlusskabeln dran hat. Dieser Steckertyp ist mir nicht bekannt. Ich weiß nicht, wie das damals war von der Spezifikation her. Jedenfalls ist mir jetzt kein Begriff dafür bekannt. Aktuell ist es ja so, wenn man jetzt bei Canadian kauft, dann kann man auch einen hauseigenen Steckertypen eben dort kaufen dazu, also der halt bereits dran ist. Das ist dann der sogenannte T4-Stecker. Dieser Typ ist mir unbekannt und der ist halt so dran. Ist auch kein Problem, denn jetzt habe ich eben hier ja bei der Stringverschaltung das wieder so, dass ich zwischen den Modulen ja, dass ich dann also wieder gleiche Steckertypen treffen. Von daher ist das auch okay. Nicht okay ist es, und das hat man damals beim Anlagenbau da war halt die Erfahrung noch nicht so da gewesen, beziehungsweise das Bewusstsein dafür, das sind halt dann solche Geschichten. Jetzt sehen wir also hier, kommt vom Modul Anschlusskabel dieser Stecker, der quasi nicht spezifiziert ist, und geht dann auf einen MC4-Stecker. Und das ist eben das, was ich immer sage, das bitte grundsätzlich nicht machen, weil das gibt früher oder später immer Probleme. Gerade dann, wenn so eine Steckverbindung ungünstig hängt und dort mit Wasser immer besprüht wird oder beregnet wird. Es ist im Prinzip diese Variation mit zwei unterschiedlichen Herstellern und Typen ist also niemals eine zulässige Variante. Also wenn da mal irgendwas passiert, es wird kein Hersteller irgendwelche Garantien einräumen zum Stecker, wenn eben da feststeht, dass dort unterschiedliche Steckverbindungen genommen wurden. Es wird immer angegeben, zwar oder ganz oft, dass die im Prinzip kompatibel sind mit und so weiter, aber
so wie ich das von Multikontakt gehört habe, also wir hatten da auch schon Vertreter hier auf der Anlage, geben die halt grundsätzlich nur eine Garantie, wenn zum Beispiel Multikontakt, also MC4 auf MC4 gesteckt wird. Für sowas geben die keine Garantie. Ne? Deshalb sage ich immer, Finger davon, sowas nicht machen, immer nur gleiche Stecksysteme miteinander verbinden. Ganz, ganz wichtig. Mittlerweile sind auch wir von der Erfahrung her weiter und machen das auch so. Dann beim Repowering und so weiter wird das dann alles schon umgesetzt und auf den neuen Anlagen auch. Ja, so, Module hätten wir durch. Gestellsystem. Gestellsystem, auch eine ganz, ganz wichtige Sache. Ich weiß gar nicht, wie viele Hersteller und Typen es da jetzt mittlerweile gibt. Es sind unzählige. Es ist echt der Wahnsinn. Es gibt so viele, also ich kann die nicht alle aufzählen. Ist auch egal an der Stelle. Was man so mal grundsätzlich sagen kann zu diesem Gestellsystem ist, dass es hier sich noch um so eine schöne Oldschool-Variante handelt mit viel Material. Und mittlerweile ist der Trend aber so, dass diese ganzen Pfosten und diese Streben, dass das alles immer dünner wird. Das heißt, Thema Material sparen, Kosten sparen und so weiter. Das hier ist noch so ein Gestellsystem seiner alten Art, also wo im Prinzip noch, ja, ich sage mal, Masse installiert wurde. Und bisher hatten wir da auch noch nie Probleme und wir hatten da natürlich auch insbesondere in den Winterzeiten noch nie Probleme. Da merkt man ja das immer ganz besonders, dass also auf neuen Anlagen, wenn die dann halt mit super leichten Gestellsystem gebaut wurden und dann kommt da mal wirklich mal ein Meter Schnee runter, dass es dann eben auch mal zu Ende sein kann mit so einem System. Ne? Mit diesen Oldschool-Varianten hat man halt irgendwie immer noch mal so eine Schippe mehr Sicherheit. Thema Sicherheitsfaktoren und so weiter. Natürlich wurde das alles berechnet und so weiter. Aber was ich sagen kann, ist, dass man mit diesem System, mit diesem Oldschool-System einfach noch keine Probleme hatten, dass hier irgendwann mal irgendwas zusammengekracht ist beim Thema Wind, beim Thema Schnee. Bei neueren Anlagen mit anderen Systemen habe ich da gegenteilige Erfahrungen bereits sehen müssen. Und deshalb sage ich immer, ist das hier noch so ein System seiner alten Art, also Masse. So, wir haben hier eben verzinkte Pfosten in den Boden gerammt. Das wird ja vorm Anlagenbau immer noch mal so gemacht auf so einer Anlage. Wird also an vielen verschiedenen Punkten werden Bodengrundgutachten erstellt. Das heißt, wird eine Tiefe gebohrt, werden diese Proben entnommen. Also gebohrt wird ja nicht, es wird gepocht, bop, und so weiter. Und dann ist auch egal an der Stelle. Es werden Bodengrundgutachten erstellt. Thema Dichte des Bodens, Beschaffenheit des Bodens und all das kommt ja dann irgendwann zum Geologen und er bestimmt dann, wie tief da jetzt sowas da rein muss. Und wir können also jetzt davon ausgehen, dass dieser Pfosten, das was wir sehen, also hier nur die Spitze des Eisbergs ist, gehen wir mal davon aus, dass dieser Pfosten ungefähr 3 Meter Länge hat. Das bedeutet, er ist also ungefähr 2 Meter in die Erde reingerammt. Ja, da fährt halt hier so ein kleines Fahrzeug durch, so ein kleines kettenbetriebenes Fahrzeug mit so einer Fernbedienung. Und dann nimmt er sich so einen Pfosten, stellt den auf und dann wird der reingerammt. Das geht relativ schnell. Dann fährt er zum nächsten, GPS gesteuert und dann ist also in relativ kurzer Zeit so eine Anlage hier mit diesen Pfosten ausgerüstet. Man sieht, dass das auch wirklich extrem genau gearbeitet ist. Also wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mal so in die Flucht gucke, also da gibt es im Prinzip keine Ausreißer. Das ist schon wirklich extrem genau. Also echt cool. Und das sind ja so die ersten Schritte bei der PV-Anlage, wenn die gebaut wird, dass diese Pfosten eben gerammt werden. Parallel dazu werden dann schon mal die ersten Kabelhauptgraben gezogen. Das heißt hier beispielsweise jetzt in dieser Flucht, beziehungsweise auch andersrum, hier so, kommt dann ein großer Bagger und zieht die sogenannten Kabelgräben, diese Hauptgräben. Da gibt es jetzt so viele gar nicht auf der Anlage. Die sind ja alle so systematisch aufgebaut, dass es eben immer hier mit den Kabeln so läuft, dass alles, was von links und rechts kommt, kommt in diesen Kabelgraben rein.
und geht dann zum Wechselrichter. Und also wie gesagt, Kabelgraben baggern, die Pfosten reinrammen, das sind die ersten Arbeiten auf der Anlage. Und ja, das geht dann eigentlich relativ schnell. Ne? Dann kommen die Gestellsysteme rauf, also die Träger. Und dann ist eigentlich in sehr kurzer Zeit so eine PV-Anlage tatsächlich gebaut. Das ist also alles gar kein Hexenwerk. So, also die Pfosten haben wir geklärt, verzinkt, relativ massiv. Dann haben wir hier die erste Fette sozusagen. Und dieses Profil, das kennt ihr bereits. Vielleicht können wir noch mal zur Definition uns jetzt einigen, dass ich jetzt einfach mal sage, das hier oben, das ist die Horizontalfette. Und das hier, das ist die, ich sage jetzt einfach mal, das ist die Vertikalfette. Ja, das ist jetzt nur fürs Video zur Definition. Also diese Vertikalfette, das kennt ihr bereits aus einem Video. Da hatte ich euch mal um eine Meinung gebeten oder beziehungsweise um Ideen gebeten zum Thema Adaptierung. Ich kann das nochmal verlinken, das ist schon eine Weile her. Und da hatten wir genau das gleiche Profil im Einsatz. So, das ist also einfach hier alles dann mit diesem System so eingesteckt, hier verschraubt. Ja, also das ist im Prinzip die Verschraubung dann mit dem Ständer. Und das war's. Hier kann dann der Winkel eingestellt werden. Das heißt, wenn ich hier löse, kann ich das ganze Ding hochdrücken oder runterdrücken. Hier kann ich also den Winkel einstellen. So, dann ist das ganze Ding nochmal stabilisiert hier mit so einer Querstrebe. Das ist auch Aluminium. Das ist ein, ich gucke gerade nochmal, ja, das ist ein volles Vierkant-Hohl. Ja, also Vierkant-Hohl. Und das sieht also insgesamt wirklich extrem stabil aus und das gefällt mir. Also wirklich noch Oldschool-Variante, massiv, stabil, funktioniert, keine Probleme damit. So, nächstes Thema, jetzt nochmal die Horizontalfette. Diese Horizontalfette, die ist einfach cool. So, warum ist die cool? Weil diese Horizontalfette diese Klemmen aufnehmen kann. Das sind also diese Spannklemmen, die kennen wir aus vielen anderen Videos. Das ist ein ganz bekanntes System. Es gibt auch viele verschiedene Klemmenvarianten und so weiter. Vorteil dieser ganzen Sache ist halt natürlich, dass ich jetzt hier sagen kann, ich kann zum Beispiel das lösen und kann ja jetzt hier auch sagen, ich könnte jetzt also hier ein Modul reinbauen, welches halt ein bisschen breiter ist. Und das Modul ist jetzt hier ungefähr 1 Meter breit. Ich könnte also jetzt hier ohne Probleme ein Modul reinbauen, was 1,05 Meter ist. Das würde funktionieren, weil ich ja diese Klemmen auf dieser Horizontalschiene verschieben kann. Das ist eben der Clou oder das Gute an der Sache. Und diese Horizontalfetten haben eben halt die Möglichkeit, durch diese Nut eben das Ganze hier schiebbar zu machen. Das ist das Gute an der Sache. Was ich jetzt halt hier noch vermisse, und das ist halt immer so ein Planungsding, die Vertikalfette, die ist jetzt hier wirklich so von den Abmaßen wieder auf, also die ist halt so gebaut, dass ich hier keine Reserve habe. Ja? Also ich sehe es hier oben, hier ist Schluss. Ne? Also ja, hier noch irgendwie 3 cm, dann ist Feierabend. So, das bedeutet, wenn ich jetzt mal hier neue Module raufbauen müsste, die jetzt, also das Modul ungefähr ist 1,65 Meter, so, ja, 1,65 Meter. Wenn ich jetzt ein Modul habe, was 1,75 Meter ist, dann habe ich hier ein Problem. Bekomme ich das nicht mehr hin. Hätte man diese Vertikalfette zum Beispiel jetzt nochmal oben und unten, da hätte man jetzt vielleicht nochmal 10 oder 20 cm Überstand gehabt, ja, oben und unten auch. Bei unten ist es genauso knirsch, also hier gibt es im Prinzip null Reserve. Hier sehen wir es, also null Reserve. Und hier hätten jetzt also auch nochmal wirklich, also hier hätten ohne Probleme 20 cm rausstehen können nochmal. Ne? So, hätte ich das gehabt, hätte ich jetzt Folgendes machen können. Ich nehme jetzt zum Beispiel einen ganzen String hier runter, ja, löse dann diese Vertikalfette hier mit diesen Klemmen und könnte diese Horizontalfette hochschieben. Die nächste könnte ich so lassen, die könnte ich auch lassen und die könnte ich zum Beispiel noch mal ein Stück runterschieben. Oder aber ich schiebe das ganze System noch mal ein bisschen nach oben und könnte dann so auch neue Module mit anderen Abmaßen aufnehmen. Das heißt, die Horizontalfette hat diese Möglichkeit durch die Klemmen, dass ich da also variabel bin.
Die Vertikalfette hätte es theoretisch auch, aber sie ist einfach zu kurz. Und das ist auch wieder ein Ding, was ganz, ganz wichtig ist, was jetzt in der Betriebsführung, also diese Information, die jetzt aus der Betriebsführung, die muss jetzt ganz vorne an die Planung wieder halt ran, dass die halt auch wissen, okay, wenn wir wieder mal dieses System so nehmen oder in der Form, dann sollten wir uns wirklich mal überlegen, da halt vielleicht nochmal 10 bis 20 Zentimeter dort Vertikalfettenreserve einzuplanen, um für den laufenden Betrieb, ich rede jetzt einfach mal von 30 bis 40 Jahren, die Möglichkeit zu haben, auch andere Module aufnehmen zu können. Ja, es ist ja jetzt nicht gesagt, dass diese Module hier wirklich 40 Jahre alt wären. Es kann ja also genauso gut sein. Ich müsste jetzt halt hier mal teilweise einiges dringend umbauen, weil es eben diese Module nicht mehr gibt. Ja, also dann Steinschläge und so weiter. Also ich muss irgendwann mal Module tauschen, vielleicht nicht alle, aber zumindest mal vielleicht einige hundert. Und dann habe ich immer das Problem der Adaptierung. Ich bekomme keine neuen Module mehr auf dieses System rauf, weil es diese Abmaße einfach nicht mehr gibt. Die stellt kein Hersteller der Welt mehr her, es sei denn, man beauftragt das so, aber die kann man einfach da nicht bezahlen. Ne? Die Standardabmaße der Module haben sich ganz einfach geändert und die alten Systeme haben eben oftmals nicht die Möglichkeit, diese neuen Module aufzunehmen, weil sie ganz einfach nicht flexibel genug gebaut sind. Hier wäre es flexibel genug, aber hier fehlt halt wieder dieses Stückchen und das ist einfach immer dumm. Das ist einfach dumm. Ne? Das ist ärgerlich und das müssen wir einfach dann wirklich in der Planung vorne ganz einfach ändern. Okay, also auch das haben wir geklärt. Ansonsten das Gestellsystem hier. Hier haben wir also nochmal jetzt die Besonderheit. Das ist nochmal so eine kleinen Kabelhaken hier. Das ist also auch eine ziemlich seltene Geschichte. Also jetzt halt, wie gesagt, nach 10 Jahren sehen die halt so aus. Der Vorteil, also hier kann man die relativ schnell so einrasten. Und wenn ich jetzt hier Gewicht drauflege, dann ist das hier wie so ein Hebel und das liegt das Kabel sicher drin. Kann auch nichts abfallen. Das ist echt cool. Problem an der ganzen Sache auch wieder hier. Das kenne ich von anderen Anlagen. Auf vielen haben wir das bereits berichtigt. Ist hier der Abstand der Schellen. Also jetzt mal, also Meter ist ja, also wenn wir Glück haben, ist es ein Meter, oftmals auch mehr. Und das ist halt oftmals problematisch, dass das halt ganz einfach nicht reicht. Ne? Hier geht es noch, es gibt auch andere Anlagenteile. Wie gesagt, da haben wir mal so 2 Meter Abstände, da hängen die Kabel durch und bei richtigem Wind, dann fangen die dort an zu schaukeln und zu scheuern. Und das ist doof. Deshalb haben wir auf vielen Anlagen, wo es besonders schlimm war, diesen Schellenabstand bereits reduziert auf 50 cm, also ein halber Meter. Und das ist um einiges besser. Also da hat man auch, also ist man auch immer beim Bau eben bestrebt, kostenoptimiert zu arbeiten, was dann in der Betriebsführung hinterher oftmals berichtigt werden muss. Weil einfach eben das dann eben nicht sicher ist, dass diese Kabel, wenn die dann da drum schaukeln und scheuern, dass das dann also wirklich ja, 20, 30, 40 Jahre hält. Ne? Das ist das Problem. Okay. Jo, dann haben wir auch das mal erklärt. Wir haben ansonsten von der Stringverschaltung hier den Klassiker, wie wir es halt immer haben. Das heißt, 24 Module in Reihe, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Das ist sozusagen ein Tisch, also ein mechanischer Tisch. Hier sieht man das jetzt von der Rückseite nochmal. Modul 1, dann kommt hier Modul 12. Das ist ein Tisch, weil 12 Meter und ein paar zerquetschte ist dann diese Horizontalfette lang und der String geht aber hier weiter, ja? Also dann 13, 14 und so weiter. Das heißt, 2 Tische in der Länge bilden einen String. Hier sieht man es auch nochmal. Modul 12 geht auf Modul 13 und dazwischen ist sozusagen der Tisch zu Ende. Das Ganze nochmal verbunden mit einem Erdungsseil, selbstverständlich. Das Ganze verbunden mit einem Kabelschutzrohr, Thema UV-Schutz. Das sind auch immer die Klassiker auf vielen Anlagen, was ich immer so sehe. Also auf vielen anderen Anlagen auch. Da hängen also auch Kabel mal so zwischen den Tischen durch. Das ist halt immer so eine Sache. Hier, das ist beispielsweise okay, weil diese Kabel, die sind absolut UV-beständig. Also denen passiert nichts. Das ist auch meine Erfahrung. Da habe ich also noch nie Probleme gesehen.
Allerdings zum Beispiel diese Kabel, da ist das Ganze schon anders. Ne? Wenn die also jetzt 10 Jahre in der Sonne hängen, man sieht es der Isolierung förmlich schon an, wie die anfängt, dort krümelig zu werden. Das ist also auch nochmal ein anderes Material. Also diese Kabel hier, das ist jetzt in dem Fall, ist das KBE? Nee, es ist nicht. Das ist sogar Helokabel, aber auch die Spezifikation PV1F. Da ist immer ein bisschen das Problem. Die sollten auf jeden Fall im Kabelrohr liegen. Ne? Idealerweise macht man auch das ins Kabelrohr. Aber wie gesagt, die Erfahrung hat gezeigt, dass diese Modulkabel an sich keine Probleme mit der Sonne haben. Das ist einfach nur das, was ich sagen kann. Also technisch, fachlich richtig wäre jetzt ein Kabelrohr. Erfahrungstechnisch sage ich einfach, das ist okay so. Wichtig natürlich auch nochmal, dass es hier nirgendwo scheuern kann. Das ist auch wichtig. Aber da hast du gerade auf Großanlagen das Problem, da gehst du eine halbe Stunde übers Feld, du findest immer Kandidaten, wo was scheuern kann. Das ist einfach so. Bei einer Hausanlage ist das im Prinzip so eine kleine Einheit, da kann man das wirklich alles perfekt machen. Auf so einer Großanlage in der kurzen Zeit, da hast du immer wieder so Ausreißer dabei, lässt sich einfach nicht vermeiden. Okay, also nochmal zurück. Stringverschaltung, 24 Module in einem String. Ein String oben und ein String entsprechend unten. Wir sehen schon hier wieder unseren Klassiker. Das Kabelrohr kommt aus dem Boden. Und das kommt natürlich jetzt hier vom GAK, also vom DCUV, also von der Hauptverteilung her. Und beginnt dann also hier. Und jetzt ist es halt hier wieder so gemacht. In dem Fall, Minus ist auf der einen Seite, das Pluskabel wird auf die andere Seite geführt. Ich habe ja auch schon mal gezeigt, oder habe ich das schon mal gezeigt, es gibt ja auch diese Sparschaltung, dass im Prinzip geschaltet wird 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, dann 24, 22, 20 und so weiter und dann wird sozusagen zurück verdrahtet. Das gibt es ja auch, finde ich total beschissen, ehrlich gesagt. Habe ich aber schon mal was dazu erzählt. Hier ist es nicht so. Hier ist noch die Oldschool-Variante. Das heißt, Minus auf der einen Seite, Plus auf der anderen Seite. Anders wird es auch nicht mehr planen. Diese Sparschaltung ist ganz großer Murks. Man spart halt ein paar Meter Kabel ein, aber später, wenn man mal was umbauen muss, andere Module rein und so weiter, dann kommt man einfach, dann gibt es große Probleme, weil die Kabellängen dann nicht mehr reichen und so weiter. Haben wir alles gehabt, können wir ein Lied davon singen. Also diese Verschaltung hier ist eigentlich die beste. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es jetzt eigentlich zu diesem Tisch so gar nicht mehr unbedingt zu sagen. Jetzt sieht man hier, glaube ich, nochmal wieder schön das Gefälle so, die jetzt da so runter geht. Also es müssen etliche Höhenmeter sein. Das ist echt irre. Genau, ja, die Klemmen hier, die sind auch sehr, sehr breit. Hier steht auch nochmal schön oben, Schletter. Na, diese Schlettersystem, also ich habe ja mal gesagt, Schletter gibt es ja nicht mehr, also Schletter gibt es schon noch, aber diese Schletter-Industrie-Geschichte hier, diese Groß-PV-Anlagen-Geschichte, das gibt es so nicht mehr. Hier auch noch eine alte Bestellnummer oben, aber es gibt mittlerweile auch genügend andere Hersteller, die das so machen und ja, genau. Gut, dann gehen wir mal zur nächst größeren Einheit. Das wäre dann natürlich unser berüchtigter DCUV, Gleichstrom, Unterverteilung 421, also Station 4, der zweite Wechselrichter der Station 4 und der erste DCUV des Wechselrichter 1, des Wechselrichter 2, der Station 4. Ja, also das ist der erste DCUV, zweiter Wechselrichter der Station 4. Nochmal zur Deutung. Wir sehen auch die Aufkleber, die sind ja normalerweise ganz knallgelb, nach 10 Jahren eben nicht mehr, müssten mal erneuert werden. Schauen wir mal rein in die gute Kiste. Im Prinzip 1:1 so aufgebaut, wie wir das aus vielen, vielen anderen Videos kennen. Plusseite, Minusseite, getrennt. Der Klassiker wieder mit den Kabelrohren und so weiter.
Dann Absicherung Plus und Minus. Dann geht es auf eine Sammelschiene, Messplatine, Strom, Spannung, Überspannungsableiter, Hauptschalter und dann gesammelt geht es los. Plus und Minus Richtung Wechselrichter. Also diesen GHK haben wir jetzt oft genug gesehen. Müssen wir jetzt nichts mehr dazu sagen. Ist ein guter Vertreter seiner Art. Das muss man ganz einfach mal so sagen. Man hat dort gut Platz drin. Es ist auch, also die sind echt nicht schlecht gewesen, die Dinger. Also perfekt waren sie nicht. Aber alles, was ich jetzt so an neuen Geschichten gesehen habe, auch von anderen Herstellern, da geht es halt auch immer um Kostenoptimierung, weniger Material und ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, ob das alles immer so richtig ist und so gut ist. Ich finde diese Oldschool-Anlagen, das hat noch irgendwie, also das ist noch, wie soll ich sagen, es ist einfach noch gebaut für einfach lange gebaut. Ne? Also ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber schon in diese Richtung. Und heutzutage ist es irgendwie nicht mehr so, habe ich das Gefühl. Wie seht ihr das so? Würde mich mal interessieren. Ich habe da so ein bisschen immer meine Zweifel, auch wenn es natürlich irgendwie funktioniert. Aber der Trend, der da zu erkennen ist in Richtung billiger und schneller und weniger Material und immer mehr Leistung auf weniger Querschnitt. All diese Faktoren, ich weiß nicht, wo das alles mal enden soll. Gut, die DCUVs von der Befestigung, also auch eine ganz primitive, wenn auch richtig gute Lösung. Also an den DCUVs ist hier ein ganz einfaches Profil montiert, hier mit diesen Haltern. Vier Halter, zwei oben, zwei unten, kommen diese Profile ran und dann einfach hier ein Stückchen U-Eisen genommen als Gegenhaltestück. Ein Gewindestück, 15, 20, auch 25 cm Länge, verschraubt, zack, zack. Hier ist der Sechskant sozusagen in der Nut drin. Also hier kann man eine Sechskant reinmachen. Das sollte hier M10 sein und fertig ist die Sache. Na? Natürlich ist es jetzt wieder so, idealerweise ist es ja so, dass dieser Kasten hochhängt. Ne? Und jetzt sieht man, also da ist halt Schluss, höher geht es halt nicht. Ein Stückchen hätte man theoretisch noch können, nee, hätte man auch nicht, weil hier stößt das schon an, nee, hier ist wirklich Schluss. Und das ist halt immer das, wenn ich jetzt noch einen halben Meter mehr Pfostenlänge gehabt hätte, hätte ich dieses ganze System halt nochmal höher gezogen. Das kostet natürlich Geld, mehr Material. Aber ich hätte auch diesen Kasten höher nehmen können und hätte dann auch diese ganze Schutzverrohrung nochmal günstiger ausführen können. Und jetzt habe ich dort wieder das Problem, dass dort unten hier wieder was frei liegt. Ne? Und das hatten wir hier auf der Anlage schon das zweite Mal ein Problem gehabt, dass sich hier der Mähdienst mit seinem Mähmesser quasi dort, dass der quasi dort reingehauen hat und im Prinzip dort durchgeschnitten hat. Das hatten wir jetzt zweimal gehabt. Und wir hatten jetzt auf eine Anlage schon reagiert und haben jetzt, das zeige ich dann auch mal, wenn ich auf der Anlage bin, dann hatten wir halt hier so Gummimatten rumgelegt mit Bauschaum und Kieselsteinen ausgefüllt. Das hat eine sehr günstige und sehr effektive Lösung. Das zeige ich auch noch mal bei Gelegenheit. Okay, gehen wir mal weiter zum nächsten Step. Ich werde das natürlich jetzt alles nicht in ein Video packen, weil das wird ein bisschen lang werden, beziehungsweise ist auch so, es ist jetzt irgendwie 15 Uhr durch und dieses Licht ist einfach weg. Das Problem ist, es ist ja jetzt irgendwie die kurze Jahreszeit, also die kurzen Tage. Genau, hier sehen wir jetzt also auf der Reise zum Wechselrichter halt diese ganzen DCUVs. Das ist halt der dritte, der vierte und der fünfte. Und das kennt ihr ja von anderen Videos. Und dann geht es eigentlich in Richtung Wechselrichter. So, hier haben wir jetzt nochmal, das ist mir gleich ins Auge gefallen, dieser DCUV, der ist natürlich extrem sauber. Und das passt ja überhaupt nicht ins Bild mit den anderen, die da jetzt so 10 Jahre alt sind und schon so eine gewisse Patina angesetzt haben. Hier habe ich das Problem, dieser GRK, der alte, der dran war, der ist komplett abgebrannt. Da habe ich mal ein Video dazu gemacht, was das so kostet. Hier hängt der neue Kandidat und hier hat einfach der Mähdienst diesen gemacht, ja, also der hat wahrscheinlich hier, ich denke mal irgendwie um die Ecke hier oder wie, und dann ist er dort unten rein und hat dort alles abgesenzt. Man sieht es auch noch hier am Pfosten, dass der noch richtig schwarz ist,
Also hier hat es richtig schön geknallt und gefackelt. Also hier war alles durch. Ne? Hier mussten wir alles neu machen, aufbuddeln, alles neu anmuffen, unten die Hauptkabel, Datenkabel und so weiter. Und jetzt schauen wir noch mal hier rein. Dieser GRK, es ist halt kein baugleicher. Man sieht schon, der ist halt so ein bisschen größer. Dieser hier ist nämlich gedacht gewesen für für 24 Strings. Ja, die alten, das sind 16 Strings GRKs und das wäre einer gewesen für 24. Deshalb ist der halt ein bisschen größer. Wir haben das jetzt einfach wir hatten nur noch diesen einen da gehabt und haben den dann dafür genommen und haben das alte System aus dem alten GAC hier reingebaut. Und wir sehen schon, wir haben jetzt natürlich da massig Platz und ist jetzt auch nicht ganz optimal wie bei den alten so geworden. War jetzt so eine Lösung aus den vorhandenen Materialien gewesen. Ja? Also der ist komplett neu aufgebaut worden. Ziemlich aufwendige Sache und ziemlich ärgerlich halt auch. Ne? Nur mal so am Rande. Aber der sieht erstmal gut aus, der fällt auch voll ins Auge. Hier auf der Anlage ziemlich interessant. Hier sehen wir auch noch mal, dass das dann neu gemacht wurde. Ne? Hier noch mal die doppelwandigen Schrumpfschläuche mit Kleber. Habe ich immer wieder schon mal Videos gemacht dazu. Kabelreparatur, also dieser 13.4 ist das. Alles schicki gemacht, die Kollegen. So, dann haben wir hier einen Kasten stehen, beziehungsweise muss ich vielleicht noch mal ein bisschen das noch mal von der Ferne aufnehmen. Wir kennen das Thema Wechselrichter ja jetzt aus etlichen Videos mit diesen Betonkörpern, mit dieser grünen Tür und so weiter. Und hier natürlich erstmal ein ganz, ganz anderer Anblick, auch eine ganz andere Konstellation an Technik. Das sind also diese Wechselrichter, die wir hier sehen. Das sind Outdoor-Geräte. Ja, also da gibt es, die werden so aufgestellt, stehen quasi draußen, da gibt es halt nichts drüber nochmal, also kein Betonkörper ringsrum. Das sind Outdoor-Geräte und diese Wechselrichter, die wir hier haben, die sind echt sehr, sehr, sehr zuverlässig. So sieht das hier aus. Also man hat im Prinzip einfach einen Bereich planiert, verdichtet, hat dann zwei Wechselrichter aufgestellt. Diese beiden Kisten gehören noch dazu. Dahinter kommt dann der Mittelspannungsteil mit dem 20 kV Trafo. Hier kommt noch eine große Fangstange, die ist hier installiert nochmal. Haben wir auf allen anderen Stationen auch. Hier haben wir übrigens nochmal einen schönen Ausblick vom Süden in den Norden. Wir haben hier 5 dieser Stationen. Da unten ist noch eine. Dann haben wir da noch eine. Da eine. Und da hinten ist auch noch mal eine. So, jetzt untersuchen wir noch mal hier diese wunderbare oder wundersame Kiste. Die wir natürlich so von keinen anderen Anlagen kennen. Das ist nämlich so eine Erweiterungskiste zum Thema NH-Absicherung oder ja, Absicherung DCUV-Hauptkabel. Und wir sehen jetzt hier, dass zum Beispiel, gehen wir mal hier an diese Seite. Hier steht dran 421, 422, 423, 424. Das heißt, wir haben hier 4 DCUV-Hauptkabel plus, die jeweils natürlich auf eine extra Sicherung geführt werden. Auf der anderen Seite haben wir das gleiche nochmal mit Minus, also 4, 2, 1, 2, 3, 4, Minus auch über jeweils eine Sicherung. Dann haben wir nochmal, also dieser, was ich gesagt habe, also 4, 2, 1, 4, 2, 2, 4, 2, 3 und so weiter, bedeutet ja, diese 4 Hauptkabel gehen zum Wechselrichter 4.2. Daneben sehen wir die Bezeichnung 417, 418, 419, 410. Das ist auf den ersten Blick echt verwirrend, weil irgendwie man sich fragt, naja, beim 421er sind ja nicht nur 4 DCUVs dran am Wechselrichter, sondern ja viel mehr.
warum werden aber hier nur vier Kabel abgesichert? Wiederum beim Wechselrichter 4.1 sind auch nur vier Kabel aufgeführt, aber nur der DCUV 7, 8, 9, 10. Wo sind denn dann die GRKs oder DCUVs 1 bis 6 hin? So, und das ist halt hier die Besonderheit. Das ist nämlich so eine Erweiterung. Und dazu muss ich noch mal kurz ein bisschen erklären. Jeder Wechselrichter hat hier in dem Falle 10 von diesen DCUVs angeschlossen. In den anderen Videos bisher waren es eigentlich in der Regel sind es halt immer nur 8. Hier sind es in dem Fall 10. Warum ist das so? Weil diese Wechselrichter hier von SMA nochmal eine ganz andere Leistung haben, also eine andere Nennleistung, als die Wechselrichter von Schneider, die wir bisher in den Videos gesehen haben. Das hier geht nämlich in Richtung 800 kW natürlich. Und die Schneider-Geräte, die wir kennen, das sind so Richtung 630. Das heißt, logischerweise können wir hier mehr DC-Leistung anschließen. Das heißt, mehr Module, das heißt also auch im Endeffekt mehr DCUVs. So, die Wechselrichter haben, und das gucken wir uns dann auch gleich nochmal an, auch eine, also da werden auch bereits DCUV-Hauptkabel eingeführt und entsprechend abgesichert, genau wie hier. Jedoch hat man das hier so gemacht, dass wir nur einen Teil der DCUVs hier reingeführt haben und den anderen Teil der DCUVs haben wir hier reingeführt, hier abgesichert, dann gesammelt und dann rübergeschickt. So, warum das so ist, das erkläre ich euch dann im Wechselrichter. Aber ich musste euch das jetzt bereits im Vorfeld erklären, weil das der logische Stromfluss ist. Deshalb kam diese Kiste jetzt dazwischen. Das heißt, das komplette Rätsel lösen wir auf, wenn wir uns die Kiste dann genauer angucken. Also noch ein bisschen Geduld bitte. Wie gesagt, wir vermerken, ein Teil der DCUVs wird hier abgesichert. Das heißt, anders gerechnet mal, wir haben hier 10 DCUVs dran. An dem zweiten haben wir auch noch mal 10, also haben wir 20 DCUVs. Hier in diesem Kasten werden 8 DCUVs abgesichert. Das heißt, in dem, also in den beiden dann zusammen noch mal 12, also 6, 6 und 8 ergibt 20. Genau, passt so. Gucken wir uns dann gleich noch mal drin an, dann kommt sozusagen die große Auflösung. Aber ich will immer dem Stromfluss nachgehen, damit es halt von der Logik her besser ist. So, hier gucken wir auch noch mal rein. Das ist auch noch mal eine Kiste, die ist also auch komplett freistehend. Ist auch kein Problem. Also dieses Material, das ist hier so ein Faser, ja, Faserstoff, der ist jetzt hier nach 10 Jahren im Prinzip, also dem fehlt nichts. Ne? Was man halt merkt, wenn man hier sich mal mit zum Beispiel mit dem Unterarm so raufkniet, dann kann das sein, dass das mal so ein kleines bisschen kitzelt. Weil ich glaube, wenn man mit dem Mikroskop jetzt hier mal rangeht, dann würde man sehen, dass so so kleine Härchen hier so im Prinzip so ganz kleine Fasern so hochstehen. Ansonsten fehlt diesem Kasten nichts. Nach 10 Jahren quasi in der prallen Sonne, also kann ich nichts sagen, dass hier irgendwas nicht hinhaut. Also das funktioniert. Also man kann Kästen in die Sonne stellen mit diesem Material. Das funktioniert. Wenn jemand wissen will, was das jetzt genau für Material ist, dann kann ich das auch noch mal recherchieren. Kriegen wir hin. So, hier sehen wir ein paar Spindenweben. Das ist aber nicht weiter tragisch. Das ist auch normal, weil da unten natürlich das alles so ein bisschen offen ist und ein bisschen Viehzeug kommt halt immer hoch. Ist jetzt alles nicht die ganz feine englische Art. Aber man muss ja immer noch mal auch sagen, wir sind hier auf einer PV-Anlage. Und da ist das, was ich euch hier zeige, eigentlich schon sehr, sehr gut vom Niveau her. Da gibt es also noch ganz, ganz andere Kandidaten und so weiter. Will jetzt hier niemanden schlecht reden, aber ja, wir sind auf PV-Anlagen, auf Großanlagen, auf Freiflächenanlagen. Wir sind hier nicht in der Industriehalle im klimatisierten Schaltschrankraum irgendwo. Wie gesagt, nur noch mal so am Rande. Okay, was haben wir hier drin? Tja, hier drin haben wir das Thema der Kommunikation mit allen DCUVs
mit dem Wechselrichter und letzten Endes dann mit der Außenwelt. Diese Kiste, die ihr hier seht, die ist normalerweise installiert in den Schneider-Wechselrichtern. Gab es viele Videos, wenn man zur Tür reinkommt, rechts an der Wand oben, da hängt diese Kiste und hier hängt sie halt demzufolge draußen und aber auch nochmal quasi in einer extra Box. Wir haben dazu nochmal zwei Batterien dran und ein Akkutech, der ist dann halt drin. Das heißt, sollte es mal Spannungsausfall geben, würde im Prinzip der Akkutech dann umschalten. Ich mache das natürlich jetzt mal auf, hätte ich natürlich vorher schon mal machen können. Da ist der Akkutech und jetzt, wenn wir jetzt quasi einen Spannungsausfall hätten, also einen Stromausfall vom Netz, dann würde der Akkutech quasi umswitchen und würde dann über die Batterien halt noch eine gewisse Zeit diese ganze Datentechnik aufrechterhalten. Ja, solange wie die Batterien halt leer sind. Ja, dazu habe ich schon auch mal ein Video gemacht. Ich glaube auch etliche mittlerweile dann schon. Wie gesagt, in dieser Kiste haben wir drin halt den Akkutech. Also der halt erkennt, ob Netzspannung da ist oder nicht. Dann gegebenenfalls umswitcht auf die Batterien und er auch ist auch zuständig, um die Batterien eben zu laden, zu pflegen und so weiter. Also der macht auch, misst auch hier Innenwiderstände und so weiter, was relativ zu sehen ist, geht im Milliohm-Bereich hier. Und ach, also wenn hier irgendwo mal ein Kabel nicht ganz richtig dran ist, dann gibt es ja natürlich gleich einen Alarm. So nach dem Motto, die Batterie ist im Prinzip kaputt, der Innenwiderstand ist nicht ganz richtig. Also das ist alles ganz, ganz fraglich. Die Auswertung kann man sicherlich machen, irgendwo also im sauberen Schaltschrank klimatisiert. Hier auf der Außenanlage ist natürlich, also wenn ich jetzt im Prinzip diese Kabelstrecke mit Batterie messe, ja, Milliohm, Innenwiderstand, dann habe ich relativ schnell auch mal eine Messabweichung, wenn hier irgendwo was feuchter ist als vorher und so weiter. Und er vergleicht also Werte, hat auch relativ scharfe Grenzwerte. Und das ist also für den Fall jetzt hier eigentlich ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen geschossen, weil es ist halt hier nur eine Datentechnik. Und ja, also ob jetzt da jetzt hier nun mal ein Ausfall ist oder nicht, ist jetzt erstmal nicht ganz so tragisch. Okay, nur mal so am Rande. Na, ansonsten haben wir halt hier die ganzen Platinen dran, wo im Prinzip Analogsignale, also es gibt halt Analog-Eingangs-, Analog-Ausgangssignale, das gleiche nochmal in digitaler Form, ähnlich wie eine SPS. Wir haben eine zentrale Platine dann, sozusagen die CCU, das ist diese da. Wir haben die ganzen Sicherungen nochmal, wir haben dann einen kleinen Industrie-PC oben, der die ganze Kommunikation dann steuert und regelt. Wir haben oben rechts da, das ist unser Moxa-Switch, also der Umsetzer von Lichtwellenleiter auf normales, ja, also IP, also LAN-Netzwerk dann, also mit normalem Netzwerkkabel. Das heißt, zwischen den Stationen wird LWL verlegt, auch zwischen der Anlage und der entfernten Übergabe ist auch alles dann LWL gelegt. Und dann nur die letzten Meter sozusagen wird dann richtig Netzwerkkabel gelegt, haben wir also auf allen Anlagen ähnlich gebaut, gab es auch etliche Videos bereits dazu. Ja, lämpelt alles nach 10 Jahren, es gibt immer wieder mal so, ja, mal irgendwo mal ein Problem, wo es hakt, aber nichts, wo man jetzt sagen müsste, das ist irgendwie schlecht, also dafür, dass es so draußen hängt und nach 10 Jahren, ist das alles noch wirklich echt gut im Schuss, muss man wirklich mal sagen. Nicht schlecht, ja. Wir haben eine Schaltschrankheizung drin hier. Das ist so eine kleine hier. Ne, die ist noch nicht. Oh, doch, die ist so. Die läuft sogar. Ne, die läuft nicht. Das müssen wir uns mal angucken. Ne? Also die ist tatsächlich. Aha, hier ist der Lüfter kaputt. Also die ist hier ist es warm oben. Hier ist es sehr warm. Aber der Lüfter dreht nicht. Ne? Ja, habt ihr das gehört? Also nix. Und da ist der Lüfter kaputt. Also müssen wir den auf jeden Fall mal wechseln, den Kandidaten. Weil das muss funktionieren. So, wir haben dazu noch ein Hygrostat, 80% relative Luftfeuchte. Das ist auch nochmal ganz interessant, relative und absolute und so weiter. Taupunkt, dies, das, jenes, auch ganz interessant. Thermostat 10 Grad. Ja, und der tut einfach diesen Schaltschrank hier nochmal so ein bisschen, naja, heizen kann man ja nicht sagen, ein bisschen überschlagen. Ist auch ganz interessant, wenn man das mal dann wieder übers Jahr sieht, was solche Heizungen hier
eigentlich für Strom fressen. Ne? Da muss man überlegen, wir haben jetzt an jeder Station so ein Ding, also 5 Heizungen, also mal 400, das sind 2000 Watt. Und im Winter laufen die eigentlich im Prinzip 24 Stunden durch. Jetzt haben wir 24 Stunden mal 2 kW, das sind 48 Kilowattstunden pro Tag. Rechnen wir mal mit 50, das Ganze mal 30 Tage, sind wir bei 1500 Kilowattstunden nur für diese Beheizung des Kacks, ja, also nur dafür. Und muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist schon interessant. So, ne? Hier sehen wir nochmal die Spleißbox dann. Hier ist nochmal dann das AC-Netz dran, ne, für die, also im Prinzip ist durchgeschleift, das heißt einmal AC kommt, wird dann durchgeschleift zum nächsten. Abgesichert ist dann hier das Thema Heizung. Alles nichts Besonderes. Gut, gucken wir mal weiter.